Hi Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin die Fuddelmuddel von Fuddelmuddel. Vielleicht demnächst aber auch wieder die Helly von Hellys Playbase. Ja, wer weiß das schon. Und wir befinden uns nach wie vor in der Alpha 16.4 im wunderschönen Nostalgie Deluxe LP. Ja, weil wir alle auf die V1 warten. Und ich kann euch schon sagen, Leute, am 21. Juni ist das Pre-Streamer-Event bis zum 23. Juni. Und am 24. Juni, das ist der Montag, ja, dann können wir alle, zumindest die PC-Spieler, ja, auch die V1 spielen. Und am 25. Juli, glaube ich zumindest, dürfen dann auch endlich die Leute von der Konsole, ja, in den Genuss kommen hier von 7 Days to Die. So, ja, ich habe ja gesagt, wir looten, bis wir bluten. Also hier Kirche haben wir, hier da ein Häuschen. Ja, die Kirche haben wir, dann ist das noch eine Kirche? Tatsächlich. Zwei Kirchen in einem Dorf, Leute. Ich habe gedacht, das wäre dieses Beerdigungsinstitut. Ist es aber gar nicht. Okay, Leute, ja, und falls mein Stimmchen heute komisch klingt, ja, mein Audio-Interface ist leider kaputt gegangen. Der Sonbührer war so nett und hat mir sein altes vermacht. Also falls ich komisch klinge, ja, dann müsst ihr alle zum Sonbührer rübergehen, euch beschweren und Stress machen und einen Sonbührer mobben. Nein, natürlich nicht. Ich bin ja froh, dass er mir sein Audio-Interface hier vermacht hat, also zumindest leihweise erstmal, damit ich überhaupt irgendwas machen kann, irgendwie klingen kann. So, ja, heute nochmal looten, wir haben Tag 2, ja, wir sind total geschillt, wir haben überhaupt gar keinen Stress. Ja, ich werde es natürlich fröhlicher und freudiger, wenn ich endlich mal einen Mininghelm finden würde. So, aber ich will natürlich auch nicht zu viel erwarten hier, ne? Zack. So. Ja, Leute, ich habe ja gerade schon gesagt, vielleicht auch bald wieder die Helly von Hellys Playbase. Ich habe ja damals hier den Kanal umbenannt, weil ich mich ja auf Twitch umbenannt habe. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere von euch das mitbekommen hat damals. Ich hatte ja auf Twitch auch Hellys Playbase. Und dann kam ja die Einführung von Twitch, dass man halt eben diese Zwei-Phasen-Authentifizierung brauchte, bla bla bla, hin und her. Und ich hatte dann ein neues Handy irgendwann gekriegt. Und irgendwie hat der auf meinem neuen Handy diese Zwei-Phasen-Authentifizierung nicht mehr angenommen. Beziehungsweise ich konnte mich nicht mehr verbinden. Twitch, also lange Rede, kurzer Sinn, Twitch hat sich geweigert, die Authentifizierung vom Kanal zu nehmen. Ende vom Lied war, ich habe halt meinen Twitch-Kanal verloren dadurch. Ja, also der ist zwar noch da, der Kanal, ja, aber ich komme halt nicht mehr drauf. Und dann war ich so gefrustet, dass ich mir, ich glaube, 6 Monate später einen neuen Kanal gemacht habe und den habe ich dann Fuddelmuddel genannt, ja, weil Hellys Playbase mit Underliner und so fand ich auch irgendwie doof und dann habe ich mich natürlich auf YouTube auch Fuddelmuddel genannt. So, mittlerweile heiße ich aber auf Twitch Hellys Failbase, ja, was natürlich wunderbar passt und jetzt habe ich mir überlegt, eigentlich könnte ich auf YouTube ja wieder Back to the Roots und könnte auf YouTube Hellys Playbase machen, weil YouTube ist ja nun mal hier meistens nur mit Videos, bla bla, würde passen. Und auf, ja, Twitch heiße ich dann halt eben Hellys Failbase, weil auf Twitch passieren tatsächlich auch wirklich die meisten Fails. Mich würde interessieren, was haltet ihr davon? Findet ihr die Idee gut? Sagt ihr nö? Damit ist so an Fuddelmuddel gewöhnt, ja. Oder sagt ihr, also Frau Playbase, bitte back to the roots, ja. So haben wir dich kennengelernt. Wir wollen unsere Helly wieder haben. Würde mich interessieren, deswegen würde es mich sehr, sehr freuen, wenn ihr einen Kommentar unter diesem Video dazu da lasst. So. Und ich habe ja gefragt in der letzten Folge, ja, die Mehrzahl von Couch.
ist tatsächlich Couchen oder Couchten. Irgendwie. Jemand hat geschrieben, das ist richtig. Er hätte gegoogelt. Ja, also ganz so blöde bin ich dann doch nicht. Viel, viel lieben Dank fürs Googlen und fürs Nachgucken. Zack. Ja. Heute gibt es erstmal hier eine kleine Schleichparade. So, ja, Leute, und wie gerade schon erwähnt, ja, am 21. ist es soweit. Da ist das Pre-Stream-Event für die Version 1, ja. Da könnt ihr natürlich alle, je nachdem, wo ihr gerne gucken möchtet, ja, beim Sombürer natürlich oder auch beim Ide vielleicht, ja, gucken. Oder bei wem auch immer. Ich bin mir sicher, es werden ganz, ganz viele andere auch mit dabei sein. So. Ja. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim Sombürer reinguckt, weil da bin ich nämlich auch bei. Boah, und die Zombies, die sind immer noch so laut. Wieso ist denn das immer noch so laut? Ist das das hier? Nee, das ist das nicht, ne? Ich mach's mal ein bisschen leiser hier, komm. Weil die sind echt, also wenn ich drauf hau, fliegen mir hier die Ohren weg. So. So, und ich nehme jetzt mal mit einem anderen Decoder auf, Leute. Ich hoffe, dass die Aufnahmen jetzt ein bisschen besser sind und nicht mehr ganz so extrem blurren. Ja, ich meine, das war ja bei der Alpha 16 damals Standard. Ja, dass das so geblurrt hat, das ist in den späteren Alphas alles wieder, also alles ein bisschen besser geworden, aber die Alpha 16 war schon echt extrem. Und als der Sombürer mir hier das Audio-Interface vorbeigebracht hat, meinte er, boah, jetzt mach mal deinen Rechner an, ich krieg sonst die Krise. Ja, ich will ordentliche Grafik bei dir sehen. Und hat dann bei mir hier im OBS ein bisschen was eingestellt. Ich hoffe, es ist jetzt ein bisschen hübscher und nicht ganz so kriselig, ja, für euch beim Zugucken. Weil ich glaube, die Leute, die über den Fernseher, ich hab's doch gewusst, ja. Ich hab's mir zu Hause hergestellt. Was finde ich? Ein Kochgrill. Toll. Oh, guck mal, hier ein Hemd. Warte mal, ziehen wir an. Dann können wir das hier... Jetzt schwitze ich schon sofort wieder. Nee, doch nicht. Ich hab Durst. Okay, ich hab nichts gesagt. Ja, könnt ihr mir ja auch mal sagen, ist die Qualität jetzt besser? Ja, oder ist es gleichbleibend? Oder ich habe keine Ahnung, Leute. Ja, ich möchte natürlich jetzt hier nicht euch grisselige, komische Aufnahmen präsentieren. Ne? Wobei... Wie gesagt, bei der Alpha 16 damals war es Standard, glaube ich. Also ich habe mir mal meine alten Aufnahmen alle angeguckt. Da sah es auch so aus. Ja, und bei den ganzen neueren Alphas ist das halt nicht mehr so gewesen. Aber naja, gut. So, warte mal, hier war ich drin, da war ich drin, da war ich drin. Wir hacken hier the couch ab. Zack, zack, zack. Ja. Und ich bin echt wieder voll drin hier, ne, in der Alpha 16, Leute. Ich glaube, das ist wirklich komisch. Ich habe ja am Anfang von also in der ersten Folge gesagt, boah, Leute, wie verwöhnt man eigentlich von den ganzen Alphas war. Und habe da natürlich nicht dran gedacht, ja, dass die ganzen Konsolenspieler, die ganzen Jahre, in denen wir PC-Spieler, ja, dekadent, die ganzen geilen Alphas hatten, und die Konsolenspieler, die Alpha 15, Alpha 16 hatten oder haben. Ich glaube, irgendjemand hat geschrieben, Alpha 18 sogar mittlerweile auf der PS4. Ja, ja. Aber ich glaube, auch für mich wird es dann, wenn die V1 da ist, wieder ein totaler, ja, Schock. Ja, weil ich ja jetzt die ganze Zeit hier die 16 spiele. Da werde ich wahrscheinlich bei der V1 wieder sagen, oh Gott, Leute, guckt mal, wie gut das aussieht. So. Ich brauche unbedingt einen Mining-Helm, Leute. Ich brauche ihn unbedingt. Sitzt hier ein Zombie? Nein. Kein Zombie. So, aber hier oben sind wahrscheinlich... Hallo? Ich weiß, dahinter sitzt einer. Es war zumindest sonst immer da. Ich wusste es doch. Warte mal. Bin ich blöd. Mach die... Ah, so, doch, jetzt da. Zack. Ich kann mich noch erinnern, Leute, Alpha 15 mit dem Sombürer, Survive in Zero City.
Da bin ich, da hatte ich gerade, lass es hochkommen, 20, 30 Stunden in dem Spiel. Und da hat der Sambürer mich einfach ins kalte Wasser geschmissen, hat gesagt, hier, Helly, geh mal in die Stadt, geh mal ein bisschen Mechanical Parts und so von den Autos holen. Und ich natürlich mega Schiss. Ja, keine Ahnung von nichts. Bewaffnet mit Pfeil und Bogen und einem Knüppel. Damals war ich ja total der Nahkampfgegner. Weil ich einfach zu blöde war für den Nahkampf. Ich habe das nicht hingekriegt damals. Und da bin ich in die Stadt rein. Und das war schon eine größere Stadt als das, wo ich jetzt hier halt bin. Und da waren, Leute, da waren, ich weiß nicht wie viele Zombies. Da bin ich auch in so ein Haus rein, hab unten mit Schweiß und allem anderen hier wirklich die ganzen Zombies erledigt. Bin dann auf diesen Dachboden von diesem Haus und auf dem Dachboden waren drei Räume. Ja, da musste man sich dann halt durchhauen. Und da waren so viele Zombies damals drin, dass ich dann aus dem Haus rausgeflüchtet bin und ich so eine ganze Armada an Zombies hinter mir herrennen hatte. So, und dann wusste ich mir nicht anders zu helfen und hab die Lockspikes gebaut und hab die auf die Straße gestellt. Ja, und der Sambürer hat vorher noch gesagt, ja, verschwende kein Material. Bau auf keinen Fall die Lockspikes, ja, die brauchst du nicht. Und dann habe ich die komplette Straße mit diesen Lockspikes gepflastert, damit die Zombies da drüber laufen. Ja, ich weiß gar nicht, wie waren denn eure ersten Anfänge? Also, ja, in welcher Alpha habt ihr angefangen und wie war es für euch? Das würde mich wirklich mal brennend interessieren. Wie war für euch das erste Mal Seven Days spielen? So, warte mal, wir haben... Jetzt kann ich alles dingsen. Das machen wir mal hier. Oh, warte mal. Wir haben eine Dingsbrille. Das ist sehr gut. Das können wir klein machen. Ich gehe mal, bevor ich da reingehe, noch mal kurz zu meiner Kiste hin. Jetzt habe ich da gleich einen coolen Loot und kann nichts mehr mitnehmen. Und ich habe auch schon gelesen in den Kommentaren, ja, ah, überall an jedem Haus eine Kiste hängen, hahaha. Das waren noch Zeiten. Das war wirklich so, ne? Man hatte ja, bevor man Mods hatte in dem Sinne, man hatte ja nichts, ne? Wir konnten ja nur Kisten überall hinhängen. Es ging ja nicht anders. Ach, es ist Spiritus, hier mal ein trübes Wasser. Ich nehme mal die leeren Krüge mit. Weil, wartet mal, war hier ein Klo drin? Konnte man nicht damals? Das muss ich jetzt testen. Ist hier eine Toilette? So, war hier irgendwo ein Klo? Da. Konnte man nicht, ging das? Das ging doch, oder? Nein? Okay, es ging nicht. Ja. Er hätte sein können. Es hätte ja sein können, dass es ging. So. Jetzt habe ich den Faden voll verloren. Ja, genau. Leute, schreibt mir doch mal unter das Video, welche Alpha war eure erste? Und wie habt ihr das so empfunden beim ersten Mal? Ja, was habt ihr euch gedacht bei dem Spiel? Ich meine, ich weiß ja, dass die ganzen, also die noch älteren Alphas, ich glaube so Alpha 6, 7, 8, die sahen ja wirklich damals noch aus wie Minecraft. Das war ja wirklich sehr klotzig, bröckelig alles. Das glaube ich doch jetzt nicht. Hier bin ich, Betty, komm. Bettinchen. Kipp jetzt um. Und ich weiß auch noch, ich habe mich damals immer darüber aufgeregt, ja, dass wir hier nicht durchkrabbeln können. Da war ich immer richtig sauer. Ich habe immer gesagt, die Zombies, wenn die flach auf dem Boden liegen, ja, die können da durchkrabbeln, nur wir nicht. Wie unrealistisch. Kipp jetzt um. Gibt's doch nicht. Ist das jetzt die Bettina da, die sich da... Wie die noch geklungen haben. Einfach herrlich.
Und wie dumm die waren, ne? Wenn man in Hocke war. Die haben ja wirklich überhaupt nicht geschnallt. Ja, dass du hier hinten stehst. Ist die jetzt tot? Nein, natürlich nicht. Ja, die haben ja wirklich überhaupt nicht geschnallt, dass da einer irgendwo in der Hocke sitzt und dich anschießt. Heute, die ganzen neuen Alphas, ja, wenn die wach werden, wissen die auch, wo ihr seid. Ja, ja. So, Burner. Boah, ich habe keine Pfeile mehr, sehe ich gerade. Alter, jetzt schieße ich auch noch daneben. Ach komm, Bernd. Kann auch nicht sein. Komm mal bei du. Ja. Okay, komm, wir machen es anders. Bernd. Komm mal zu die Mutti hier, komm. Also, treffen wäre gut, ne? Der trifft mich gleich bestimmt fünfmal. Betäubt mich. Zack. Na, ich hab's doch geahnt, dass der mich trifft. Stirb! Mensch! Richt er mich auf. So. Jetzt beruhigen wir uns wieder. Komm, lass mal da was Ordentliches drin sein. Dass das immer alles... War das wirklich so, Leute? Ja, ich meine, heutzutage, wenn man irgendwie eine Kiste findet und die aufmacht, dann ist da immer irgendwas drin. Aber ich kann mich echt nicht mehr daran erinnern. Ist das wirklich so gewesen? Dass da nichts drin war? In den Kisten? Bereits bekannt, okay. Woran konnte ich denn nochmal sehen, dass ich das kenne? Das ist auch bekannt, aber die hier nicht. Das ist sehr, sehr gut. So, aber wir haben schon... Boah, 19 Uhr, Leute. 19 Uhr. Ich habe mir so viel vorgenommen. Jetzt haben wir 19 Uhr. Aber ich habe zumindest die Gebäude hier geschafft, die beiden. Das ist schon mal gut. Da ist wieder irgendein Uli. Ach, der Ernie. Elektro-Ernie. Ihr Fachmann in Sachen Elektronik. Bum, bum, bum. Irgendwann mache ich da einen Jingle zu. So. Und immer wenn der Ernie kommt. Komm mal, Mining-Helm. Ach Mann, habe ich ein Pech. Und immer wenn der Ernie kommt dann dieser Jingle eingespielt. Elektro-Ernie. Ihr Fachmann in Sachen Elektronik. So, was nehme ich jetzt mit? Aber das brauche ich schon mal nicht. Das. Nehme auf jeden Fall Essen mit. Ach, da waren sie wieder, meine 10 Probleme. Den Spiritus brauche ich ja jetzt nicht wirklich, ne? Die Vitamine nehmen wir mal mit. Stoff, das auf jeden Fall, damit ich es einbrennen kann. Dup, dup, du, dup, du. Die machen wir mal klein. Das machen wir auch mal klein, dann können wir das nämlich auch mitnehmen. Essen. Tja. Da verließen sie uns schon. Okay. Dann ab nach Hause. Weil wenn die gleich hier anfangen zu rennen... Ja, und ich mit meinen... Wie viele Pfeile habe ich noch? 8. Ich habe noch 8 Pfeile, Leute. Ja, auf dem Weg nach Hause nehme ich noch ein bisschen Zeugs mit. Ja, ja, komm, dann trinken wir. Und Wasser sollten wir auch noch mitnehmen. Zum Abkochen gleich. Wo war denn hier auf dem Weg nochmal Wasser? Da, beim Händler. Jetzt habe ich überhaupt gar kein Fleisch mehr, aber ich habe ja jetzt ein paar Dosen. Waren die Dosen? Hat man da schon... Nee, aber Dehydrierung hat man gekriegt. Okay, vielleicht erwischen wir ja gleich noch irgendwo ein Schwein oder ein Hirsch. Ja, vielleicht haben wir ja Glück. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm.
Und ich hoffe wirklich, dass der Ton stimmt, Leute. Ich habe zwar gerade schon mal so ein, zwei Probeaufnahmen gemacht, stimmtechnisch. Ja, ich hoffe, ich dröhne nicht durchs Mikro und ja, dass es einigermaßen ordentlich ist, weil es wäre echt sehr, sehr schade, wenn die Aufnahme aufgrund von tontechnischen Problemen nicht so toll werden würde. Das wäre nicht so schön. Ich darf nur nicht vergessen, dass meine Kiste da hängt. Aber wir müssen eh noch einen Tag später wieder hin. Wir haben noch nicht alles gelootet. So. Da ist ein Schweinchen. Das ist ein Schweinchen. Oh Gott, traue ich mich das? Alter. Renn jetzt nicht so wild hier rum. Lass dich einfach abschießen. Komm. Ich brauche Essen. Okay. Ach, wie gut, dass ich mir keine Knochen mitgenommen habe und jetzt kein Knochenmesser habe, ne? Da muss das erstmal so gehen. Nein, 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 nein. Stopp. Weg mit dem. Nein. Ernsthaft? Nee, warte, wir machen es anders. Dann machen wir es so. Gib mir Fleisch, komm. Jetzt. Fett. Leder, ich brauche Fleisch. Dann hauen wir das doofe Ei hier weg. Ein Fleisch, wow. Ah, natürlich muss der wieder repariert werden. Toll, hat sich voll gelohnt, Leute. Ein Fleisch. Eins. So, ich zeige euch aber jetzt mal hier erstmal. Habt ihr ja nicht gesehen, weil ich ja dooferweise gestreamt habe, anstatt aufzunehmen. Zeige ich euch jetzt mal kurz hier, was ich mit dem Fortschäuschen da gemacht habe. Ja. Ich habe aber jetzt die Streaming-Taste weggemacht, ja. Also das passiert mir jetzt nicht nochmal, dass ich anstelle von Aufnehmen auf Streamen klicke. Hoffe ich. Nein, kann ja jetzt nicht mehr passieren. Okay, lassen wir drin. Das war aber auch ein Fail. Hätten die Leute im Chat nicht geschrieben und hätte ich auf OBS unten meinen Chat nicht mit auf, auch in der Aufnahmeszene, hätte ich das gar nicht geschnallt. Das hätte ich überhaupt nicht geschnallt, dass ich gerade gar nicht aufnehme. Ich habe halt unten gesehen, okay, Zeit läuft, super. Und dann habt ihr irgendwann gesehen, was stimmt mit der Frau nicht? Hast du getrunken? Sie ignoriert uns. Ja, Leute, so kann's gehen, ne? Einmal nicht aufgepasst. Ach, immer diese Weltreisen, ne? Und immer diese Ausdauer. Ist das da eine Wanderhorde? Oh, Leute! Eine Wanderhorde! Boah, ist die groß! Echt? So groß waren die? In der Alpha 16 schon? Guckt euch das mal an. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber das sind bestimmt so 10, 12 Stück. Okay. Ich sollte mir vielleicht ein paar Spikes ums Häuschen bauen, wa? Aber es ist aber auch so dunkel, ich hätte die jetzt fast nicht gesehen. So, die Tasche habe ich schon gelootet. Hätte die jetzt echt fast nicht gesehen. Ist hier noch was drin? Okay. So, endlich zu Hause. Wir nehmen gleich auf jeden Fall, ich hole mir gleich auf jeden Fall noch ein bisschen Holz. Werte hier noch ein bisschen auf.
Mach vor allen Dingen die Treppe hier gleich mal weg. Alter. Gehst du jetzt... Also... Ich und die Leitern. Das war schon... Ach, das ging hier noch gar nicht, oder was? Ich hasse dieses Spiel. Moment. Das machen wir anders. Das ging das hier noch nicht, dass man da an die Leiter dran springen? Ach, weißt du, Spiel. Ganz ehrlich. Wie man es macht, ist verkehrt. Ich geh da jetzt rüber. So. Ach so, okay. Ja, ich zeige euch mal, was ich hier gemacht habe. So, da. Alles abgebaut. Hier, ne, da. Hier die Fackeln hingehangen. Da oben schläft mein Bett drauf. Ja, hier. So habe ich es damals immer gemacht in der 16. Ich glaube, in der 15 habe ich es schon so gemacht. Ja, hier habe ich ein bisschen was eingeräumt. So. Hier ist noch eine leere Kiste und hier die üblichen Sachen, so wie man halt hat. Ja, und unten habe ich dann, zack, natürlich alles dicht gemacht, ja. Hier wollte ich später den nach unten zu einer Mine graben. So, die Schmelze brennt und brennt. Aber auch nicht schlecht, die kann ruhig brennen. Können wir mal ein bisschen Eisen einbrennen. Zack. Ja. So habe ich es gemacht hier. In der 16 ging das ja alles noch. Ja. Und ich glaube, seit der Alpha 17 oder 18, da war es ja dann schon so, dass die Zombies, glaube ich, auch schlau waren. Also schlauer zumindest. Da konnte man dann nicht mehr einfach so mal eben. Ne? Ich nehme jetzt mal alles auf, was ich schon in der Tasche habe. Und ordne mal ein bisschen. Ja, Leute. Wie gesagt, haut mir mal unter das Video, würde mich mal interessieren. Wann habt ihr angefangen? Mit welcher Alpha? Was habt ihr damals so für Erlebnisse gehabt? Wie hat es euch gefallen? Warum seid ihr bei 7 Days geblieben? Ja, das würde mich brennend interessieren. Okay, ich baue jetzt noch mal ein paar Kisten hier. Und, würde sagen, wir sehen uns dann um 4 Uhr spätestens wieder. Weil aktuell kann ich jetzt noch nicht wirklich viel machen. Ohne ordentliches Werkzeug kann ich jetzt auch nicht, noch nicht so wirklich in den Boden reinbuddeln da mit Stein. Ich werde gleich noch nach draußen gehen, werde mir eine Schaufel bauen. Kann ich mir überhaupt eine Schaufel bauen? Ja. Werde ein bisschen Lehm holen und in die Schmiede ein bisschen was einbrennen. Und um 4 Uhr sehen wir uns dann wieder. Ja, ich freue mich drauf. Habt alle einen wunderschönen Tag. Und bis zur nächsten Folge. Bye, bye.